Ich wollte gerade sagen, ey, jetzt kündige ich hier so Musik an und dann kommt keine Musik. Aber da ist die Musik. Und die Soundeffekte und alles. Ja, das ist Spiel 196, Blades of Steel. Ein, wie ich finde, also ich weiß nicht, ich kenne natürlich jetzt nicht jedes Eishockeyspiel, aber ich glaube, das ist eins, wenn nicht sogar das Beste. Ja, und das spielen wir heute genüsslich runter. Stahl, Ruhrgebiet, Kohle. Ich werde mir heute, glaube ich, ein Spiel wünschen. Was? Ey, das hast du nicht mit mir abgestimmt. Oh, oh. Muss ich Angst haben? Ja, okay, ich starte aber direkt einen Timer, weil viel mehr gibt's hier nicht zu sehen. Genau, es gibt ein oder zwei Spieler-Modi, Modus. Wir spielen einen Player. Das ist korrekt, ich atme hier sogar, ohne dich gefragt zu haben. Nein! Ja, jetzt bin ich... Oh, ey. Ich weiß, ich erwähne das jedes Mal, wenn ich in Farbe bin. Das müsste ich nicht machen. Aber ich brauche echt irgendwie mal mehr Farbe im Gesicht. So, ein Player. Ich glaube, ich sollte ab und zu mal in die Sonne gehen. So, was haben wir hier? Practice, Exhibition, Tournament. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was der Unterschied zwischen Practice und Exhibition grundsätzlich ist, aber ich spiele Tournament. Das ist wichtig. Wichtig und richtig. Sonne ist überbewertet. So, und hier, das ist jetzt natürlich super schön für mich. Ja, es gibt drei Schwierigkeitsgraden. Grade. Junior, College und Pro. Ihr habt es vielleicht gesehen. Ey, der Default steht leider, leider auf Junior. Wir müssen leider auf Junior spielen. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob wir zumindest College spielen. Aber ganz ehrlich, das Spiel hat keine Passwörter. Und ich will hier nichts anbrennen lassen. Wenn wir da irgendwie im Finale verlieren und alles nochmal von vorne spielen müssen, da weiß ich nicht. Also wenn es mit Passwörtern wäre, ganz klar würde ich Pro spielen. Ne? Aber so spiele ich Default-Schwierigkeitsgrad. Das sind die Regeln dieser Challenge. Ich bin Junior. Ja, und dann kann man ein Team wählen. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht. Und das sind auch alle. Mir ist es vollkommen egal. Kann ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nur in der Eishockey von dem Stream. In Brasilien. Ja, Brasilien gibt es leider nicht. Das ist ja scheinbar, ist das nicht auch ein bisschen Kanada dabei? Irgendwie USA, Kanada, boah, ist mir so egal. Nehmen wir einfach die erste Mannschaft. Ich, keine Ahnung mehr, New York. Toronto? Chicago? Ja, jetzt haben wir wieder so eine Situation, ey. Mir ist es egal, müsst ihr euch entscheiden. Und Efi ist nicht da. Wir können leider keine Umfrage machen. Ja, wenn einer weiß, wie es geht. Ich weiß es nicht. Wir warten noch kurz. Naja, auf jeden Fall. Ey, was macht das Spiel aus? Erstens, dass es von links nach rechts geht. Das finde ich immer gut. Es gibt ja auch diese NHL-Spiele, die von unten nach oben gehen. Die sind auch super scheiße. Die Frames sind gut, im Gegensatz zu NHL. Aber man hat hin und wieder ein bisschen Geflacker. Das ist nicht so gut. Moin, Metal Dirk. Alles... Ah, jetzt kann ich hier nicht lesen. Alles Eishockey. Achso, wegen okay. Also bei mir ist auf jeden Fall heute alles Eishockey. Denn wir spielen Eishockey. Ja, okay, es gibt hier eine Abstimmung gerade, welche Mannschaft wir nehmen. Ihr könnt euch gerne beteiligen, wenn ihr das möchtet. Denn mir ist es vollkommen egal. Ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt, wie ihr lustig seid. Es gibt noch einen Kniff bei diesem Spiel. Und zwar kann man sich prügeln. Das ist cool. Man kann in einen Kampf geraten. Und dann prügelt man so Street... Naja, nicht wirklich Street Fighter-Style. Aber man kann dann aufeinander einprügeln. Und der Gewinner kriegt den Puck und der Verlierer, der ist erstmal eine Weile, liegt ja auf dem Boden rum. Ich weiß allerdings nicht, ob das passieren wird, denn auf Junior-Schwierigkeitsgrad, glaube ich, fallen die Gegner schneller um, als sie mich prügeln könnten. Ja, letztendlich ist ja egal. Also, wie gesagt, ich glaube auch, das macht keinen Unterschied. Ist ja nicht mal die Farbe oder so. Moin Mario-Fan!
herzlich willkommen. Raufen, Schatz, saufen. Okay, wieso ist Toronto so beliebt? Toronto ist doch das, was die Geräusche, die Elefanten machen, oder? Oder verwechsel ich das jetzt? Ach, das war Toronto, stimmt, da habe ich verwechselt. Okay, sieht aber stark nach Toronto aus. Ach so, ja, und im richtigen Leben geht ein, das wisst ihr aber sicherlich alle, geht ein Eishockeyspiel 60 Minuten, 3 Drittel, a 20 Minuten. Und hier ist es quasi auch so, allerdings sind es nicht wirklich 20 Minuten. Die Zeit läuft deutlich schneller runter. Ich weiß nicht, was es dann in so einem, also netto ist. Kann ich sagen, okay, Toronto ist es geworden. In NHL 97 war Toronto die stärkste Mannschaft, aber warum denn? Okay, aber mir soll es ja recht sein. Wenn ihr das so möchtet. Junior League Tournament. Toronto gegen Montreal. Ihr habt nichts gedrückt. Los geht's. Ja, Spiel ist denkbar einfach. Wir sind jetzt hier die Dunklen. Und auf A kann man schlagen, auf B kann man passen. Und man sieht im Tor gerade, wie der Pfeil da hoch und runter geht. Das mache nicht ich, das passiert automatisch. Und wenn ich schieße, dann schieße ich dahin, wo der Pfeil ist. Und ja. Ey, das Spiel ist zu einfach. Glaube ich. Aber wir werden sehen. Die machen ja nicht mal irgendwas. Vielleicht sollten wir es doch höher schrauben, aber ich spiele erstmal ein bisschen. Okay, aber ich soll vielleicht auch mal treffen. Ja. Okay, eine Besonderheit gibt es auch noch. Also ich steuere den Tormann selbst, was ganz gut ist. Denn zu verteidigen ist gar nicht so schwer. Moin, Riparella. Herzlich willkommen. Wie war es auf dem Schützenfest? Ja. Oh, Boston. Ich will mich mal kloppen. Wie kann ich mich kloppen? Oh Gott. Oh Gott. Aber die Musik ist gut, oder? Oh. Es ist halt so diese klassische Konami-Musik. Und ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen mehr anstrengen. So, erstmal Ball halten und dann schießen. Okay, ich treffe das Tor nicht. Ey, ich treffe immer den Pfosten, weil ich so gut schieße. Fuck! Ich brauche gar nicht hingucken eigentlich. Die machen eh kein Tor. Schützenfest war anstrengend. Er hast ja geschrieben, dass das nicht unbedingt dein Lieblings... deine Lieblings-Mittagsveranstaltung ist. Ja, das Spiel ist halt auf Junior auch so leicht, dass man halt überlegen muss, ob man... Oh! Fuck! Ich habe ihn umgekloppt, aber normalerweise, ich hätte nicht so... Ich war zu gut. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Ich sollte nicht immer Tore schießen, denn das geht auf die Zeit. Also das stoppt die Zeit und dann sitzen wir nur noch länger. Deswegen werde ich einfach, wenn ich einen Ball habe, nichts machen. Ich werde einfach stallen. Dann spielen wir doch auf normal. Ich weiß es nicht. Sollen wir auf normal spielen? Oder auf easy? Wie einfach das ist. Komplette Reizüberflutung. Ja, das glaube ich. Normal. Ja, oder? Ey, das unterfordert mich. Warte mal. Ja, ich habe gerade nicht hingeguckt. Wo ist Reset? So, wir spielen auf normal. Das kann ich ja keiner antun. Das ist ja viel zu einfach. Das langweilt mich. So, ich werde es wahrscheinlich bereuen. College. Also nicht normal ist College.
Moin, Efi! So, ich hoffe, ich übernehme mich jetzt nicht. Ich hoffe, es ist gut machbar. Okay, ist voll schwer. Ey, aber wenn wir verlieren, ne? Dann geh ich... Oh! Yes! Prügelei! Okay, ich werde aber gerade verprügelt. Yeah! Okay, ey, das Spiel ist so metal und direkt ins Tor gekloppt, ey. Yeah! Okay, jetzt ist aber wieder gut. Mein Sonntag war recht normal. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich war nur beim Sport und hab Twitch geguckt. Viel mehr habe ich gar nicht gemacht. Oh. Fuck! Ey, wie kann ich denn hier überhaupt verteidigen? Was? Ich hab nur da gestanden! Ey, das ist voll schwer. Ey, das ist nicht schaffbar. Ich glaube, wir müssen gleich wieder zurückgehen. Fuck! Was ist denn hier los? Wie kann ich verteidigen? Wow! Ja, das, dass man sich kloppen kann, ist halt so lustig wie unnötig zugleich. Ey, das ist ja nicht so, dass der Spieler dann irgendwie außer Gefecht wäre. Okay, wir sind back in the game. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass dieses Spiel reibungslos von dannen zieht. Und dann, ich glaube nämlich, tatsächlich, es gibt gar nicht mehr so... Oh! Okay, wir haben gewonnen. Was soll ich sagen? Ich glaube, das könnte sogar das letzte Eishockeyspiel sein, das es gab auf dem Gameboy, das wir noch nicht gespielt haben. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Okay, ab jetzt versuche ich wieder Zeit zu schinden. Auf die Fresse. Ey, und Scheiß. Wie gesagt, ich hatte das Spiel ja als Kind. Und ich habe mir nicht so viel aus dem Spiel gemacht. Aber ich habe ständig versucht, Schlägereien zu provozieren. Das war für mich das Highlight von dem Spiel auf jeden Fall. Zweifellos. Nee, ich weiß. Also wenn es ein Retro-Achievement-Set gäbe, hätte ich es ja auch auf Emulator gespielt. Ich schaue das tatsächlich auch vorher nach. Aber ich finde es auch schade, weil es ist ein gutes Spiel. Es ist auch, wie gesagt, also der Soundtrack, das merkt man sofort, dass es von Palcom ist. Das erinnert mich halt total an Skate or Die. Ich glaube, wenn ich Chat lesen will, muss ich einfach ein Tor machen. Also NHL gibt es nicht mehr in ungeplanten Spielen. Ja, es gab nur zwei NHL-Spiele in Europa. Es kann sein, dass es noch... Es gab noch so ein Spiel, das hieß irgendwie Hit the Ice oder so. Kann sein, dass es da noch eins gibt. Aber auch mit den Madden-Spielen sind wir durch. Also es gibt zwar noch Football-Spiele, aber keine Madden-Spiele mehr. Ja, mich wundert's auch. Ey, aber Joker, ne? Ich habe heute eine Benachrichtigung bekommen, dass ein Spiel, dessen Set ich schon gemastert habe, dass da Änderungen gemacht wurden. Das ist ja frech. Das heißt, ich habe es jetzt nicht mehr gemastert, oder? Du bist ein sehr, sehr geiler Typ.
Da bin ich ein bisschen traurig. Es geht um Lock and Chase. Falls das gleich die Frage sein wird. Könnte passieren, dass ich zu Des Waxens lieblich Stimme auf dem Sofa wegpenne. Ey, das ist das größte Kompliment, das du mir machen kannst. Wie gesagt, ich habe schon häufiger gesagt, wenn jemand bei meinen Streams einschläft, dann ist das immer eine gute Sache. Okay, die ganze Zeit ums Tor herumlaufen ist eine Möglichkeit. Okay, wir machen kein Tor mehr. Ich habe das überhaupt nicht nötig. Yo, hey Strider. Die Zeit ist aber ganz schön, also es zieht sich ja dann doch ganz schön, ne? Aber ich kann ja nicht die ganze Zeit Tore machen. Oh, oh, fuck! Lock and Chase, ja genau. Du hast, achso, ich habe weiterhin dann das Set gemastert, aber mir fehlen dann. Okay, also okay, verstehe. Das ist wie auf der PlayStation, wenn man die Platin-Trophäe hat, aber dann keine 100% mehr. Verstehe. Okay, erstes Drittel. Is this the first time you're playing this? No, I had this game as a kid and I tried to stall. I tried to skate all over the place to not score a goal so that the timer doesn't stop. So, because when I shoot a goal like this, the quarter goes longer. Passiert öfter, dass sie was ändern. Ja, ist ja auch gut so eigentlich, ne? Kann man ja nicht meckern. I remember renting this as a kid by mistake. Yeah, the name is a little bit misleading, but the cover art is not. Yeah. The name is not really fitting. So I knew what I'm up for today. You hate sports games. I like sports games. I don't know what's wrong with me, but I like them. soccer games I like the most. The next sports game will be a soccer game again. And I look forward to it! It's a fighting game as well. Oh, I'm about to lose. Okay, das kann ein langes Spiel werden. Irgendwie, also wenn man... Kann ich mich irgendwo hier hinstellen? Nee, das geht nicht. Das Problem ist halt, dass ich den Tormann selbst steuere. Das heißt, wenn ich einfach nicht hingucke... Dann werden die auf jeden Fall ein Tor machen. Kann ich mich hier hinten hinstellen? Boah, die ist ja voll aggressiv. Entspann dich mal, ey. Kann ich den Ball hier halten als Tormann? Nein. Okay. Oh, oh. Was? Yeah! Konter. Ja, aber das ist halt, was man dem Spiel ein bisschen, ankreiden muss. Es ist zu leicht, den Ball zu halten als Tormann. Deswegen, ja, es ist zu leicht. Another sad rental was Mario's Missing. Mario's Missing, I think I never played this. I know it exists and I know it's bad, but I never played it. Hat jemand geschaut, wie viel Spiele wir gewinnen müssen? Ich glaube 3, gell? 3 oder 4? Boah, kann sich noch ein bisschen ziehen. Aber wir haben ja Zeit.
Und es ist halt tausendmal besser als die NHL-Spiele. Die liefen ja irgendwie mit 5 FPS. Und das ist ja halt deutlich. Also das ist halt nicht so auf Simulation ausgelegt, sondern auf Action. Das ist schon gut. Okay, aber die Schlägereien nerven irgendwann. Da läuft die Zeit ja auch nicht weiter, soweit ich weiß. Und die sterben ja nicht. Also die stehen ja irgendwann wieder auf, soweit ich weiß. Wir können ja mal gucken, da liegt der hier rum. Nee, der wird rausgetragen. Oh, nice. Okay, oh, der sitzt jetzt da sogar. Ist er jetzt tot? Und da kommt er irgendwann wieder rein. Okay, das ist lustig. Das war ja im Kreislauf. Das geht ein bisschen auf den Daumen. Ja. Ne, da ist er wieder. Er ist wiederbelebt worden. Der ist nicht tot. Der ist nicht tot. Wir haben ihn nicht getötet. Das war mir wichtig. Für die Nachwelt festzuhalten. Er ist tot, Jim. Blades of Steel ist eher sowas wie Nintendo World Cup. Ja, es ist nicht ganz so überdreht. Aber ja, es ist halt dadurch, dass es keine Regeln gibt. Also keine Fouls und kein Icing und so. Es ist halt ein bisschen schneller. Moin, Freeze. Oh, Intermission. Wir haben einen Bär mit High Heels. LOL. Oh. Seid ihr entertained? Oh oh. Oh. Ey, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Also das ist halt wieder so ein Spiel. Ey, wenn du das früher zu zweit gespielt hast, war das sicherlich super cool. Aber halt immer wieder gegen die KI zu spielen, die ja ziemlich, die eigentlich viel zu leicht ist, ist natürlich auf Dauer nicht so geil. Ich glaube, deswegen habe ich es auch als Kind dann irgendwann nicht so gemocht. Danke für den Clip. Okay, komm, wir machen ein Tor für die Statistik. Vielleicht ist auch Toronto wirklich besser. Aber ich habe das Spiel vorm Stream nochmal kurz angetestet und da habe ich mit New York gespielt und da war es genauso einfach. Achso, da kann ich ja schon mal eine kleine Anekdote zu Altered Space erzählen. Und zwar, ich bin ja schon eine Weile in diesem Retro-Game drin. Und wir hatten früher, gab es mal so ein Video, wird wohl auf YouTube gewesen sein, von so Meme-Spielen. Also von Spielen, die irgendwie... Was Penalty? Warum? Okay, für mich. Moment. Ah! Oh! Genau. Von so Spielen, die halt komödiantisch schwer sind. Oder unfair. Und eins davon war Altered Space. Das heißt, wir haben uns das damals angeschaut. Und das Spiel war halt so scheiße schwer. Haben wir ein Longplay, den wir gefunden haben, haben wir nachgespielt mit Save States und allem, weil ey, ich hätte das trotzdem nicht geschafft. Und das haben wir dann, also mit dem Kumpel, mit dem bin ich immer noch gut befreundet, wir machen immer noch hin und wieder solche Sessions, wo wir so Meme-Spiele spielen. Und deswegen, das Spiel ist immer ganz weit vorne und deswegen kenne ich das ganz gut. Und ihr werdet sehen, was ich meine. Das ist ein Spiel, das kann man in unter 10 Minuten durchspielen. Es ist so dumm. So dumm schwer einfach. Das kann man jetzt kaum glauben. Aber ihr werdet es dann gleich sehen. Oder bald. Also ich hoffe, dass ich es auch in unter 10 Minuten schaffe.
Und wir das zu den Akten legen können. Und genau, alter... Oh, oh, alter AdSpace. Das ist so... So ein Meme, dieses Spiel. Achso, was ich auch schon mal sagen kann, ist, dass ich morgen leider nicht streamen können werde. Okay, ey. Das ist zu oft. Und auch zu leicht. So, ist der tot? Ich meine, bei Nintendo World Cup war es doch auch so, dass irgendwann, wenn du die so umgetreten hast, ein paar Mal, dann sind die ja nicht mehr aufgestanden. Naja, ey, ich hoffe, dass es so leicht bleibt. Weil man sieht ja, wo der Gegner auch hinschießen wird, ne, anhand des Pfeils. Und kann dann seinen Tormann entsprechend ausrichten. Deswegen ist es recht simpel, den Ball zu halten. Ich finde es auch gut gemacht, dass wenn man im Ballbesitz ist, dass die Kamera, also dass man nicht in der Mitte läuft, sondern dass man schon gut sieht, was vor einem ist. Das haben sie auch gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wie es steht. Sind wir am Gewinnen? Aber ganz knapp. 9-2. Toronto. Ja, stimmt. Das hätten sie ruhig mit auf dem Bildschirm schreiben können. Okay, wir müssen noch 2 Spiele machen. Wir sind noch 4 Mannschaften. Okay, also 3 Siege zum Turniersieg. Mach mal einen Bauerntrick. Was ist denn ein Bauerntrick? Vor allem wäre unten noch Platz gewesen in dieser Leiste. Oh gut, der Tormann ist besser, glaube ich. Wären die Gegner jetzt besser? Nee, ne? Oder? Ich will nicht verlieren. Okay, wir führen. Was ist ein Bauerntrick? Soll ich einen so von hinten mit dem Schläger die Beine wegziehen, oder was? Oh. Ich wusste nicht, dass ich einen Ball habe. Oh! Ja, man muss immer so von unten nach oben schießen. Die gehen rein, von oben nach unten. Da kriegst du nicht so richtig den Winkel hin. Aber wie gesagt, unten nach oben ist der Weg. Was ist, wenn ich... Nee, ist egal, komm. Wir brauchen noch ein paar Tore. Pfosten! Nein! Oh! Och, komm ey, immer diese Pfostentreffer! Ja, ey, der war die Sicht war versperrt. Ich konnte den nicht sehen. Wenn der puckführende Spieler hinter dem Tor rumfährt und den dann auf dem anderen Torseite... Was? Moment. Wenn der puckführende Spieler hinter dem Tor rumfährt und den dann auf der anderen Torseite den so ins kurze Eck gemein ins Tor mogelt. Ach so. Ja, jetzt verstehe ich. Aber ich glaube, das geht leider nicht. Es gibt keinen Mogelknopf. Also keinen, wo ich so sanft... einen Ball schieben kann.
Ich habe den Eindruck, die Mannschaft ist besser. Okay, wir müssen uns mit unseren Fäusten jetzt hier durchsetzen. Und dann ein Tor schießen. Nein! Wieso stehe ich denn mir selbst im Weg? Ey, das ist wie im richtigen Leben. Okay, ich passe jetzt mal ein bisschen den Ball. Oh, Leute, ich mache immer den Pfostentreffer, do. Das will ich doch nicht. Okay, komm. Oh. Ey, die sind deutlich stärker als die erste Mannschaft. In der Verteidigung zumindest. Oh, komm on! Ich mach den immer zu gut. Oh. Oh, yes. Auf ganz, ganz kurze Distanz quasi mit dem Puck ins Tor. Ja, ja, ich verstehe. Das ist ja, wobei eigentlich schon kacke für den Tormann zu verteidigen, oder? Der sieht dich ja nicht. Oh, wieso ist der Pfeil immer an der falschen Stelle? Jawohl! Fighters of Steel ist ein Minispiel hier. Heißt das so? Fighters of Steel? Hast du die Anleitung offen? Ja, fuck! Naja, aber wenn wir alles gewinnen sollten, dann ist das Spiel recht kurz. Denn wir sind auf dem Weg zu 200 Spielen beendet. Ey, das ist schon Spiel 196. Wer hätte das gedacht? Bisher kein Manual. Ja gut, ich meine, hier ist auch alles selbsterklärend. Ich habe mir im Vorfeld nochmal das Manual angeschaut zu Altered Space. Einfach, um wenigstens ein bisschen was zum Spiel erklären zu können. Denn ich selbst weiß nicht so viel zu dem Spiel. Ich kenne die, ich nenne es mal perfekte Route und mehr weiß ich nicht. Okay. Ist gut machbar. Oh! Altered Space klingt schon nach Clipbait. Also Clipbait. Ja, ey. Das. Grundsätzlich ja. Ich versuche mich aber nicht aufzuregen bei dem Spiel, weil ich ja schon weiß, was mich erwartet. Das Problem bei Altered Space ist, das letzte Level ist halt wirklich ein Meme, ja. Und du hast keine Continues oder Leben. Das heißt, wenn du da halt verreckst, dann musst du jedes Mal das Spiel von vorne spielen. Aber ich meine, zum Glück ist das Spiel halt nicht lange, wenn man den Weg kennt. Aber wir müssen das dann halt immer von vorne spielen. Deswegen wäre es halt ein großes Anliegen für mich, das direkt First Try zu schaffen. Sonst werde ich irgendwann wahrscheinlich ein bisschen emotional. So nenne ich es mal. Okay, ich will eh keine Tore mehr machen. So, wir gehen jetzt mal hier auf den Tormann. Oh ne, oder auch nicht. Ich halte jetzt die Bälle. Ein Mimimi-Spiel also. Ich glaube, wenn man zuschaut, kann man es gar nicht so nachfühlen. Ich meine, es fängt ja schon damit an, dass es isometrisch ist. Und wir alle wissen, wie isometrische Spiele auf mich wirken. Und dann ist... Ach, ich will gar nicht zu viel erzählen. Am Ende ist es dann doch irgendwie schnell durch. Aber das wird lustig. Ja, und dann, ne? Nach Altered Space kommt ja Brainbender, was wieder so ein Puzzlespiel ist, auf das ich gar keine Lust habe. Und danach kommt Schlümpfe 2. Da habe ich Bock. Und dann weiß ich noch nicht. Ich muss noch planen. Anti meint ja, dass sie noch einen Spielewunsch hat. Ich mal schauen, ob der da berücksichtigt wird.
Ja, du hast doch gemeint, dass du Punkte hast. Ich muss noch meine nächsten 5 Spiele planen. Ey, Brainbender, ich meine, der Name sagt ja schon. Das ist... Ich sag's ja gerne wieder und wieder. Wenn ich solche Fünferblöcke an Spielen plane, dann soll da mindestens ein Spiel drin sein, auf das ich gar keine Lust habe. Damit ich halt nicht am Schluss nur noch Spiele habe, auf die ich keine Lust habe. Und in dem aktuellen Block ist Brainbender auf jeden Fall das Spiel. Ey, Brainbender ist für mich wie für andere Leute Sportspiele. Du hast auch genug Punkte. Ja, das ist halt, ne? Obwohl, es gibt sehr viele gute Spiele, Efi. Also wirklich. Also, wir haben ja noch sowas wie Donkey Kong oder so, ist noch gar nicht. Kann man sich noch wünschen und so. Ohne jetzt jemand beeinflussen zu wollen. Aber ja, also ich meine, es ist ja auch grundsätzlich so, ihr müsst euch keine Spiele wünschen. Ich schaff das auch alleine. Das heißt, vielleicht fällt mir ja noch irgendwas ein, irgendwas anderes ein, was man mit Kanalpunkten machen kann. Bisher war ich noch nicht so kreativ. Prost! Anti! Ja, sowas zum Beispiel. Ich trinke übrigens kein Bier. Ja, das könnt ihr mir glauben. Es ist eine Apfelschorle. Ja, also ganz jugendfrei. Vorher noch umgefüllt. Nein, natürlich nicht. Könnte ich nicht einfach mal eine Arbeit von dir korrigieren lassen? Ja, klar. Also wenn du möchtest, dass hinterher mehr Fehler drin sind als vorher, können wir das gerne machen. Mein Gott. Apfelschorle ist lecker. Ey, ich find's auch. Ich hab mir angewöhnt, immer so am Wochenende, also ich gehe ja samstags einkaufen, hole ich mir immer so 2 Flaschen Apfelschorle mit und das... Ich bereue es nicht. Die Musterlösung lege ich bei. Oh, Intermission wieder. Oh, ist eine andere. Hey! Zack! Du! Okay. Okay. Wir sind ein guter Tormann. Nice. Ey, ich wette mit dir, das waren 69 Schüsse, die er abgewehrt hat. Wir testen heute, ob Wax Blaser aus Stahl ist. Also, ey, wenn ich was kann, dann über einen langen Zeitraum nicht aufs Klo gehen. Ey, das kann ich voll gut. Halbe Stunde Cooldown? Hat das Trinken eine halbe Stunde Cooldown? Muss es mal auf 20 Minuten runtersetzen oder so, oder Viertelstunde. Okay, komm, wir machen mal wieder ein Tor. Aber
aber hier ich jetzt, oder? Also ich, ja genau, ich habe nichts gemacht, nämlich. Ich war unschuldig. Oh, das geht ja wohl nicht. Ey, von oben kann man kein Tor machen. Es geht nicht. Es geht wirklich nicht. Ja. Ja, aber es ist echt ein schönes Spiel zum Entschleunigen. Dass man einfach mal so runterspielen kann. Ey, aber ich bin mega gespannt auf Schlümpfe. Denn der erste Teil war ja irgendwie so ein Überraschungshit für mich. Ich hoffe, der zweite Teil ist auch so gut. Ja, moin Noobman. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich dir heute schon Hallo gesagt habe. Wenn nicht, dann auf jeden Fall jetzt Hi Noobman. Finde ich gut, dass du direkt in diese Emotionalität einsteigst, die ich hier vorlege. Jawohl! Komm direkt wieder in den nächsten umhauen. Okay, die Kämpfe sind echt schwer. Jetzt haben wir schon 200. Komm, können wir die ganze Mannschaft verkloppen? Ah, ne, der eine ist jetzt wieder da. Komm, wir kloppen den jetzt auch noch. Wie kann man das provozieren? Hier, komm. Will sich einer mit mir schlagen? Hier, du willst dich mit mir schlagen, oder? Komm. Oh. Oh was? Ich hab doch da gestanden! Egal. Wird bestimmt voll schlumpftastisch. Ja, ich meine, Sequels sind ja nicht immer besser, ne? Aber... Lass mich überraschen. Okay. Man muss immer von unten angreifen. Wie gesagt, keine Chance sonst. Ja, als ob. Nicht weit genug. Was war das? Okay, wir stehen im Finale. Ich glaube, so viel kann man spoilern. Da muss ich nichts mehr machen. Ja, es ist nicht so, dass... Es ist halt Sport. Es ist nicht das, nicht das Spannendste. Unter der Sonne. Auf dem Gameboy. Aber ich kann nur sagen, ey, wenn jemand auf solche Spiele steht, auf jeden Fall eine Empfehlung. Auch wenn es sehr langweilig aussieht, was ich hier mache. Und noch einen reingezimmert. Der hat mittlerweile Cooldown. Ich weiß nicht wie viel, aber... Okay, ey, Finale. Toronto. Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Ja, ich brauche noch einen Tor-Sound, glaube ich. Okay, Los Angeles gegen Toronto im Finale von der College League. Ich möchte nur noch mal wiederholen, wir spielen nicht auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, der Default gewesen wäre. Ich gehe hier die Extrameile. Und versuche jetzt erstmal wieder Tore zu machen. Okay, es geht direkt aggressiv los. Das ist so billig.
Okay, ich habe den Ball vergessen. Den Puck vergessen, meine ich. Yeah. Ich glaube halt echt, ne, jede Mannschaft ist exakt identisch. Also exakt identisch ist jetzt vielleicht ein bisschen doppelt gewesen, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Okay. Das nimmt uns keiner mehr. Es ist schon interessant, weil auch die NHL-Spiele waren alle super einfach. Die haben es irgendwie nicht hinbekommen, die KI irgendwie gescheit zu balancen. Der PS1 NHL 98 war der Battle Mode recht lustig. Was ist denn der Battle Mode? Auf der PS1 kenne ich das nicht. Gekloppe. Ja. Generell, ich meine, sobald so ein Sportspiel so ein bisschen ins Arcade gerutscht, ne, so NBA Jam oder halt hier auch mit dem Gekloppe, das macht's einfach viel, viel besser. So eine Arcade-Sportspiel ist immer per Definition tausendmal besser als eine Simulation, finde ich. Das gleiche gilt auch für Rennspiele, zumindest für mich. Die Nüsschen. Batz, 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 batz. Der kleine Puck und seine Mokassins aus Haargummi. Ey, Puck ist ja auch quasi wortverwandt mit Pumuckel. Ich habe am Freitag auch wieder zwei Folgen Pumuckel geguckt. Okay, jetzt haben wir sie am Boden. Was futtert man eigentlich beim Eishockey? Hotdogs? Ich weiß es nicht. Ich war einmal auf dem Eishockeyspiel in Mannheim. Aber das ist schon so lange her. Es gibt ja in Deutschland, es ist ja gar nicht mal so unbeliebt, ne? Eishockey. Da kann man ja durchaus auch mal ein Spiel besuchen. Heute zocke ich keine Sportgames mehr, weil es Simulationen sind. Es nervt, wenn dein Team nichts reißt, nur weil es in echt nicht besonders gut ist. Ja, das ist so ein bisschen irgendwie. Vor nicht allzu langer Zeit ist Mannheim im Fußball in die dritte Liga aufgestiegen. Und ich hatte einen Arbeitskollegen, der war Waldhof Mannheim-Fan. Und der hat sich voll gefreut, so, ey, geil, ey, dann kann ich ja endlich mal FIFA kaufen und da ist dann Mannheim dabei. Ja, das hat auch gestimmt. Ja, aber mit denen konntest du ja nicht spielen, weil die so schlecht waren. Oh, scheiße. Weil die so schlecht waren. Dann war er voll enttäuscht. Dann habe ich so gedacht, naja, was hast du denn erwartet, ne? Ich gucke immer die Maus auf YouTube. Ja, ey, die Maus und also die Folgen von früher zumindest, die gucke ich auch noch super gerne. Okay. Hotdogs mochte ich schon nicht, als ich noch Fleisch gegessen habe. Echt? Ich mag Hotdogs, glaube ich. Also ich glaube, man kann das so sagen. Kann man ja eigentlich auch nicht, also jetzt als Fleischesser, sage ich jetzt einfach mal,
kann man ja da auch nicht viel falsch machen, wenn die Zutaten halbwegs frisch sind, sag ich mal. Juhu! Oder gut, vielleicht mag man keine Zwiebeln, kann ja auch sein. Wenn es sein muss, nur die Kassel Huskies. Naja, wie gesagt, ich komme ja so aus der Rhein-Main-Gegend, auch gebürtig, und wie gesagt, ich bin in der Nähe von Mannheim groß geworden, und da gibt es ja die Mannheimer Adler, und da waren wir mal irgendwann mit der Fußballmannschaft auf dem Spiel, aber es war mir echt ein bisschen zu kalt, muss ich sagen. Es war auch, glaube ich, im Winter. Ja gut, Hotdogs, also ich muss jetzt nicht unbedingt zu Ikea fahren wegen der Hotdogs. Wenn mir jetzt davor einen in die Hand drückt, boah, ich würde ihn essen. Ah gut, gebürtig aus Kassel, das erklärt einiges. Das ist dann der Lokalpatriotismus. Okay, wir führen 7-1, ne? Und ich rede ja nur, ne? Ich konzentriere mich nicht mal. Das Spiel ist zu leicht. Habe ich schon erwähnt? Die Huskies sind zu nah dran, wenn die Mighty Ducks of Anaheim. Warte mal, ich bin gleich wieder da. So, als kleiner Junge war ich auch ein großer Mighty Ducks Fan. Hier ist die, ich habe hier so eine Mütze. Ich kann die ja noch über meine andere Mütze aufziehen jetzt. So. Damit es extrem, naja, jetzt ist sie jetzt natürlich nicht in der Mitte. So, jetzt bunt. So. Jetzt sind wir auf Mighty Ducks. Ich war als Kind ein großer Mighty Ducks Fan. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ah, das kann man nicht erkennen, gell? Warte mal, ich zieh die mal richtig auf. Das gönne ich mir. Bin gleich wieder da. So, jetzt hab ich die hier auf. Und ich gönne auch nochmal die Farbe, weil ich bin ja. Oh, ist jetzt Cooldown. Ich löse gleich nochmal die Farbe ein. Warum gibt es keine Übersicht der Sound Commands? Weil es nur 2 oder 3 Sound Commands gibt. Und die werden wahrscheinlich bald wieder verschwinden. Bin kein großer Fan von Sound Commands. Fuck! Was soll das jetzt heißen, junger Mann? Was meinst du wegen dem Lokalpatriotismus? Moin, dreifaches M. Guten Tag. Oh, ich will ein Tor machen. Yeah! Küss die Kuchen, schöner Waxy, deine Mütze ist so sexy. Ist auch von EAV, oder? Da ist mal ein paar Minuten, was? Ein paar Minuten AFK und auf einmal hat Wax ein anderes T-Shirt an. Ja, genau das hat sich geändert. Ey, du hast richtig gut aufgepasst. Das mag ich am Hans, der ist immer voll dabei. Der bekommt jede Änderung sofort mit. Aber irgendwie, das erklärt einiges. Ja! Hin und wieder muss man ja mal ein bisschen frech sein, oder?
Ja, aber der Hans hat doch gesehen, wie ich vorher aussah. Will der Kerl mich denn verarschen? Naja, auf jeden Fall habe ich als Kind habe ich irgendwie die Mighty Ducks gemocht. Und ja, die hatten ja auch eine Serie. Und jetzt kommt der Fun Fact. Mit, oh Gott, 94, glaube ich, zu Weihnachten 94, habe ich diese Mütze hier bekommen. Das ist die Originalmütze, die ich bekommen habe. Und ja, sie wurde auch schon gewaschen in der Zwischenzeit. Es gibt auch ein Foto von mir, wo ich sie aufhabe an diesem Weihnachtsabend. Das ist ein bisschen cringe. Da war ich noch ein bisschen jünger. Die hatten auch Filme mit Emilio Estevez, dem Halbbruder von Charlie Sheen. Ja, stimmt, ne? Es gab Filme. Warum kenne ich mich so schlecht aus bei Filmen? Wahrscheinlich, weil ich so selten Filme schaue. Das ist eine Mütze und keine Kutte, da darf man in die Waschmaschine ran. Ja, ey, generell, also ich meine, 94, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber das ist fast 30 Jahre her. Und ja, hin und wieder, wenn man vielleicht als Kind draußen ist im Winter und so ein bisschen Schlitten fährt oder so, dann schwitzt man auch. Ich glaube, das tut so einer Mütze schon ganz gut. Ja, fuck. Okay, der war unhaltbar. Habe ich schon Hi, dreifaches M gesagt? Ey, ich bin heute so neben mir. Auf jeden Fall, moin, dreifaches M. Blades of Steel. Herz, muss ich sagen, finde ich auch. Es ist halt, ich kann es nicht so spannend darstellen, weil es halt relativ langweilig gerade ist, weil es viel zu einfach ist. Also viel zu leicht. Und wir spielen schon auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Immerhin nicht auf, also nicht auf dem höchsten, okay, das hätte ich vielleicht auch machen können. Aber wir spielen nicht auf dem leichtesten. Cringe kann ich überbieten. Hatte beim Marschieren den Haarreif der Landfrauen auf. Bitte was? So Bienenfühler. Beim Marschieren den Haarreif der Landfrauen. Was? Ich. Was? Wieso bist du marschiert? Und was ist der Haar. Also, ich weiß jetzt ja, was der Haarreif der Landfrauen ist, aber warum existiert. Warum was? Warum existiert sowas? Scheiße, bin ich alt. willkommen im Club, Noobman. Ich glaube, wir sind hier alle alt. Oh ja, aber du hast recht, ey. Wir sind so alt. Oh. Aber hey, wir haben uns wenigstens nicht weiterentwickelt. Wir spielen noch das gleiche Gameboy-Spiel wie vor 30 Jahren. Wir sind uns treu geblieben. Und du bist noch 14, ja, ey, im Kopf bin ich auch 14 noch. Okay, ey, letztes Drittel. Und dann haben wir es doch schon geschafft. Oh, kriegen wir eine neue. Oh, sexy Babes. Nicht schlecht, nicht schlecht. Könnte ich mir auch vorstellen als meinen neuen Pausenscreen. Ein Blitz aus Stil sorgt für Zahnschmerzgefühl. Biene ist das Wappentier der Landfrauen. Und als Dings für den Marsch mit Musikzug und so weiter durchs Dorf. Aber was sind denn Land... Also liegt's an... Also muss man wissen, was eine Landfrau ist? Denn ich weiß es leider nicht. Bist du, also, du bist noch 41. Ja, bist du auch noch jung.
Ich meine, ich bin noch nicht 40, aber lang dauert es nicht mehr. Okay, im letzten Spiel können wir mal die 10 Tore voll machen, denke ich. Achso, siehst du, ich wollte ja, weil ich vorhin weg war, als hier die Kamera auf Farbe war, wollte ich es ja nochmal einlösen. Für umsonst. Landfrauen sind ein Verein. Die machen halt viel zusammen, organisieren Dinge, kümmern sich auch mal um Dinge im Dorf. Okay, das hatte ich vorher noch nie gehört, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich halt schon immer irgendwie so ein Stadtkind bin. Ich habe noch nie auf dem Dorf gelebt. Im ländlichen, besonders im landwirtschaftlichen Bereich tätige Frau. Laut Dude N. Dude N. Bin mit meinen 38 Jahren... Was soll man hier? Landfrauenvereine, da gucken die ollen Weiber zusammen und veranstalten Feiern, um Kuchen und Gehäckseltes der Gemeinde zu präsentieren. Ey, das hab ich noch nie von gehört vorher. Bin mit meinen 38 Jahren und 2 Bandscheibenvorfällen, aber auch schon in der Kategorie 67 plus gerutscht. Einen schönen Abend. Moin, Traumaturtle. Klingen aus Stahl für Gameboy. Ja, wir hatten es vorhin schon. Der Name ist natürlich frech. Also wenn man das Cover nicht dazu sieht, ist das schon sehr, sehr irreführend. Aber vermutlich wussten die das. Das war wahrscheinlich absichtlich. Aber ja, ey, du kommst aber zum Schluss von Blades of Steel. Das ist das, das ist das Finale. Und das dritte Drittel. Von daher werden wir gleich fertig sein. Ey, ich dachte immer, das heißt Trauma Turtle Retro Achievements. Aber wahrscheinlich ist beides falsch. Oh, ich hatte recht! Ich hatte recht! Ey, GG an mich. Ey, wieso habe ich schon 15 Tore gemacht? Und wenn es nach einigen Alten ginge, bliebe es beim Häkeln. Da komme ich als Revoluzzer ins Spiel. Ja gut, das muss ja wirklich nicht sein. Und ich verkneife mir jeglichen Spruch. Was? Der ist schon wieder durchgegangen. Ich habe da mal eine Frage, Wax. Weshalb streamst du an manchen Tagen nicht? Ja, das ist eine gute Frage, eine berechtigte Frage. Eigentlich sollte ich ja schon auch jeden Tag für euch da sein, aber... Aber ich, dienstags und donnerstags zum Beispiel, bin ich abends beim Sport. Und freitags ist mein... habe ich Date Night. Beantwortet es deine Frage? Genau, Fitnessstudio für Eishockeytraining. Date Night, das klingt so 60s. Ja, es ist einfach ein fester Tag, an dem ich mir nichts vornehme. Also, an dem wir uns nichts vornehmen. Noch das letzte Tor geschossen. Kurz vor knapp. Genau, deshalb ist sie freitags nie da. Ey, 17 zu 4 mit einem Auge gespielt. Okay, 17 zu 4. Das müsste GG sein. Wir schauen mal, was jetzt kommt. Ich weiß es nicht.
Ich habe schon lange nicht mehr so weit gespielt. Also wir haben gewonnen. Wir kriegen einen Jingle. Congratulations, you are now ready for the Pro League. Okay, aber das ist... Oh, das sind Credits. Das sind Credits, oder? Jawohl! Nee, ich hab gerade, ich war gerade ein bisschen angeknickt, weil ich mir gedacht habe, scheiße. Kriegt man Credits erst bei der Pro League? Weil dann habe ich überlegt, ob ich das noch, ob ich jetzt doch noch auf Pro spiele. Aber nee, das reicht mir. GG. Ja, Jason, ey. Aber ich muss sagen, ey, die Grafiken sind echt gut. Also da hat Palcom, aka Konami, hat das richtig gut gemacht. Vielen Dank für die GGs. Ich meine auch diese kleinen Intermissions, die es so gab. Die Musik, wenn man sich gekloppt hat oder halt während dem Spiel. Ey, überhaupt, dass während einem Sportspiel Musik ist. Ist so selten auf dem Gameboy. Nun Link's Awakening. Ich kann dir sagen, wann Link's Awakening kommt. Warte. Das kommt... Oh! Das kommt ja wirklich schon bald. Nee, Moment. Nee. Das stimmt nicht, was ich gerade gesagt habe. Spiel 364 ist Link's Awakening. Das dauert noch ein bisschen. Ja, ey, das Spiel, wie gesagt, also von den Eishockeyspielen, die wir bisher hatten, mit Abstand das Beste. Danke für den Clip, Mario-Fan. Mit Abstand das Beste. Es ist halt, wenn du es alleine spielst, wird es sehr relativ schnell langweilig, denke ich, weil es ist einfach zu leicht. Ja, und die Mannschaften unterscheiden sich nicht, soweit ich weiß. Und ja, jedes Spiel ist im Endeffekt, das ist gleich. Ob man jetzt ein Turnier spielt oder ob man einfach nur 1-gegen-1 spielt. Das ist ein bisschen schade. Was dem Spiel auch fehlt, also was ich mir wünschen würde, wäre, dass es deutlich schwerer ist und dass man aber Passwörter kriegt fürs Turnier. Das würde ich mir wünschen. Ansonsten würde ich sagen, es ist sehr solide. Also. Ja, weiß ich nicht. Der Umfang ist schlecht. 6 bis 7 Punkte. Ich überlege es mir noch. Das ist so 2024 bald. Ja, also ich plane ja inoffiziell, dass ich 2024 mit der Challenge, also mit der ersten Version der Challenge fertig werde. Das heißt, du hast nicht Unrecht. Wobei, vielleicht kommt es auch noch gegen Ende des Jahres. Obwohl eher. Doch, könnte auch sein. Ich weiß es nicht. Altered Space als nächstes. Das Spiel ist wirklich nicht so toll. Ja, ich habe schon viel darüber gefachsimpelt, während ich hier Eishockey gespielt habe. Altered Space ist ein Meme. Ist einfach nur ein Meme. Das ist kein richtiges Spiel. In meiner Meinung nach. Aber das Ding ist, dass ich das Spiel sehr gut kenne. Das heißt, tatsächlich könnte Altered Space in 6 Minuten fertig sein, in 10 Minuten fertig sein oder aber auch in 3 Stunden fertig sein. Wir werden es herausfinden. Ich werde jetzt gleich kurz in die Pause gehen, werde mich umziehen quasi, weil ich meine Mütze wieder ausziehe. Es ist nämlich warm. Und dann spielen wir Altered Space. Das ist korrekt. Voxel 2 dauert aber schon ein Jahr. Naja, da möchte ich noch kurz was zu sagen. Ey, Voxel, das ist ja schon wahrscheinlich das längste Spiel, das wir haben werden. Ich denke nicht, dass ich das am Stück spielen werde. Ich denke nicht, dass ich hier 4 Wochen sitze und 3-mal oder 4-mal die Woche nach Feierabend Voxel spiele. Da sehe ich mich nicht. Ganz ehrlich, da werde ich verrückt. Ich glaube, so ein Spiel, das spiele ich dann so immer montags oder so. Bis es fertig ist. Und dann in anderen Tagen spielen wir was anderes.
glaube, das, so wird das sein. Pause ist nice. Ich muss noch meinen Schildkröte reinholen. Alles klar. Gut, dann für dich, Efi, gehen wir jetzt in die Pause. Hol deine Schildkröte rein. Ich wechsle alles, ne? Pipapo. Würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich.